Und die Verhöre gingen immer zwischen 0 Uhr und 1 Uhr früh los. Zwischen 0 Uhr und 1 Uhr früh kam ein Polizist in der Zelle rein, die war duster, mit der Taschenlampe, leuchtete die Leute in ihr Gesicht und stieß mit dem Fuß einen so an und sagte: Raus hier! Und auf dem Flur, Hände auf den Rücken, in Laufschritt Marsch. Und dann kamen wir in ein Verhörzimmer. Ein Verhörzimmer kam ich dann rein, war ein kleines Zimmer, waren vielleicht 3 Meter breit, 4 Meter lang, dieses Zimmer. Und ein Tisch war in der Mitte gestellt, auf dem Tisch standen zwei Lampen, scheinwerferähnliche Lampen. Ich musste mir ranstellen, weit an der Wand, war wie so ein Fenster, was verhangen war. Und die Lampen leuchteten einen dann im Gesicht. Und dann wurde ich befragt, von wo ich kam, warum ich da hingehen wollte, wer uns beauftragt hat, da hinzugehen, wer uns Geld angeboten hat, wo wolltet ihr euch treffen? Und ich sagte, naja, ich war alleine unterwegs, war schaulustig und wollte mich am Brandenburger Tor treffen. Da stand dann, der sprach sehr sächsisch, ein kleiner Mann auf, der sprang dann hoch und schlug mir ins Gesicht. Und mit allerhand Schimpfwörtern und sagt: Nun gib doch endlich zu, dass sie angeworben oder ihr, weiß nicht, ob er sie oder du gesagt hat, ihr angeworben oder sie angeworben wurden von CIA, von Secret Service, von Dujain Bureau etc. Er zählte alle Geheimdienste der Welt auf und wollte unbedingt sagen, dass ich sage: Ja, ich bin von die da angeworben worden. Oder Rias Berlin sagt, da war Rias Berlin, solltet ihr nach Rias Berlin hinkommen und, und. Also diese Verhöre auf dieser Art, dort erlebte ich ein Martyrium da drinnen, wiederholten sich 14 Tage lang. 14 Tage lang immer dasselbe Drama. Wo sind Sie hergekommen? Personen, wo wohnen Sie? Warum sind Sie von Ihrer Arbeitsstelle weggegangen? Wer hat Ihnen nach Hause geschickt? Etc. etc. Warum wolltet ihr euch treffen? Es sind doch Leute da gewesen, die euch beauftragt haben. Nennt uns doch die Beauftragten. Und wenn ich sage, ich weiß es nicht, ich war Schaulist, da habe keine Ahnung, er hat da zugeschlagen, so zugeschlagen, dass ich am Boden mal fallen bin, runtergefallen bin, hat er Bein genommen, mit dem Bein reingeschlagen. Gebt doch endlich zu, Pistole rausgeholt. Die hatten damals die 08 gehabt, hat die Pistole durchgeladen, hat die Pistole mir an die Schläfe gehalten und abgedrückt. War nicht, also es war mir alles egal gewesen, wie ich immer noch nicht reagiert habe. Ich war wie wie ein Traum, der ablief. Da brüllte er mich an und sagte: Dieses Dreckschwein hat noch nicht mal Angst vor Sterben. Dann war 2 Tage Ruhe. Dann haben sie mich wieder rausgeholt. Dann kam ich in einen großen Raum. Das sind aber 14 Tage in der Zeit vergangen, ja, diese Drama. Kam ich in einen großen Raum und da war ein großer Tisch. Da saßen 10, 12 Offiziere mit nagelneuen Uniformen. Und hinten in der Ecke war ein runder Tisch. Da saßen 3 Mann in Zivil und die lasen Neue Deutschland. So, unbedeutend. Und dann kam ich rein und sagte: Dann nehmen Sie Platz, schob mir einen Zettel hin und sagte vorher: Naja, unter 1000 ist mal einer bei, der was gemacht hat. Sie werden heute entlassen und unterschreiben Sie mal hier. Und da stand ihm drinne, dass ich unterschreiben muss, dass ich dort gut behandelt worden bin und dass ich in dieser Zeit, wo ich festgehalten wurde, nicht reden darf und damit du das verstehst, nicht mal zu deiner Mutter. Zu keinen hast du darüber zu reden. Und solltest du darüber reden, zu irgendjemand, dann sehen wir uns ganz schnell wieder. Denn darauf gibt es 3 Jahre Zuchthaus. Ich habe keinen Entlassungsschein bekommen, nichts, nichts, nichts. Also raus. Und da wusste ich, war der Ausnahmezustand. Und es war gerade so die Zeit, war gerade so die Zeit, dass ich also das gerade noch geschafft habe, nach Hause zu kommen. Ich hatte kein Fahrgeld mehr. Ich musste also vom Alexanderplatz theoretisch zu Fuß laufen bis Neulichtenberg. Aber ich habe das wohl in knapp 1,5 Stunden geschafft.